herzlich willkommen hier auf MicroHazard TV. Ich bin der Bio und zusammen spielen wir Formel 1 2014. Jetzt geht's weiter mit Formel 1 endlich. Schon eine ganze Weile nicht mehr weitergespielt. Ich hoffe, soweit stimmt hier alles mit der Einstellung. Und ja, die letzten Folgen war ein bisschen Tonproblem gewesen, wie ich mitbekommen hatte. Da hat das Mikro wieder nicht richtig aufgenommen. Ich hoffe, das ist jetzt wieder ein bisschen besser. Schauen wir mal, wo wir jetzt fahren. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Nein, das ist Monaco. Ich denke mal, das Rennen werden wir schnell beenden, da wir ja Schaden anhaben. Und ich überhaupt kein Monaco-Fan bin. Meine Zugucken ist schön, selber fahren ist nicht so schön. Müssen wir mal jetzt gucken, dass wir die Einstellungen jetzt hier richtig einstellen. Sup. Wie sieht es denn eigentlich in den nächsten Tagen aus? Schauen wir mal. So, alles ist trocken. Schnellsetup. Die Höchstgeschwindigkeit steigt aufgrund der verringerten Antriebs. Dies kann sich negativ auf die Geschwindigkeit in Kurven auswirken. Höhere Topspeed und verbesserte Beschleunigung machen die Setups etwas aggressiver. Ja, nochmal, das sollte für uns ausreichen. So, machen wir jetzt mal rausfahren. Ich muss erstmal wieder die Strecke jetzt erstmal hier wieder inspizieren. Auch gerade wie die Performance jetzt hier liegt, müssen wir jetzt auch mal gucken. So, los geht's. Oh. Und da ist es schon passiert. Ah. Da war es wieder zu schnell in der Kurve. Oh, ich hasse diese Strecke. Ach. Ja, müssen wir in die Box, müssen wir nochmal machen. Haben wir uns jetzt gerade den Frontflügel kaputt gemacht. Und natürlich das perfekte Setting jetzt finde. Der lag gerade ziemlich unruhig jetzt auf der Strecke, wie ich fand. So, machen wir mal. Durch die Reparatur des Autos Zeit verloren. Machen wir mal ausgewogen. Thank you.
Oh, Mensch. Na, das wird nichts, Leute. Jetzt schon eine ganze Sekunde langsamer als Alonso. Und ja, das kann nichts werden. Oh nein. Die wird jetzt natürlich nicht gewertet. Toll. Und schon wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was für eine Drecksstrecke, ehrlich. Toll. Naja gut, dann wird es eine klare Niederlage. Toll, toll. Du verlierst viel Zeit im letzten Sektor.
Mein Gott, diese Scheißstrecke ist aber auch so verdammt eng, ja. Das ist die schlimmste Strecke überhaupt. Die habe ich in jedem Formel 1 Spiel gehasst. Naja, ist ja eh egal, da die Runde eh schon nicht gewertet wird. Mein Gott. Ja, ja, super. Manchmal wünscht man sich hier so eine Handbremse, einfach rumdriften hier durch diese Quatsch hier. So, das war's. Gut, lasse ich es sein. Das bringt sowieso nichts. Sechster jetzt, ja, habe ich jetzt richtig geguckt. Probieren wir es jetzt gleich mit dem Qualifying, weil das hat ja eh keinen Sinn. Also ich hasse diese Strecke, das ist wirklich, wo ich sage, so, alter Falter, ich lasse das auch alles so, sonst geht es komplett in die Hose. Aber das ist wirklich so eine Strecke. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. ...1,21 ist vorgegeben, ne? Also, weiß ich nicht. Ich probiere es jetzt auch gar nicht mehr groß weiter, denn, wie gesagt, das ist wirklich, wo ich sage,
doof gelaufen. 17. Ja, sind wir raus. Oder? Ja, wir sind raus. Okay, dann ist es halt so. Wie gesagt, die schlimmste Strecke überhaupt von der Formel 1. Gut. Ne, doch nicht. Was ist los? Ach, das ist schon das Rennen. Okay, liebe Leute, das war's denn hier von F1 2014. Jetzt in der nächsten Folge, dann geht's weiter mit Monaco im Rennen. Wie ich bedanke mich fürs Zugucken und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.